Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Was hältst du von diesem Turm, Peppa? Sehr gut, aber noch etwas zu pappkartonartig. Vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Peppa. Was sagst du, Peppa? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Peppa und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hereinzubringen. Wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Peppa liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik ihr an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hört zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Oh, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo, Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe.
Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100. 100. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hauruck! Hurra! Man braucht 3 Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein 2. Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh,
Ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich habe keine Klingel. Ich habe eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipas! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten! Jawohl! Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln!